Hallo und herzlich willkommen in meinem gemütlichen Modellbahnkeller. Es ist wieder ein unglaublich toller Abend. Schlechtes Wetter draußen, Regen, furchtbar, schmuddelig. Keine Ahnung, wann ihr es anschaut. Jetzt gerade ist es die richtige Zeit, hier runter zu gehen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Umso schöner, dass jetzt wieder ein neues Video rauskommen kann. Man hat ja leider auch im wahren Leben eine Arbeit und das manchmal muss man einfach, ja, ihr wisst schon, ne? Trotzdem möchte ich euch gerne die Neuerungen vorstellen, die es hier in unserem kleinen Modellbahnkeller gibt. Ich möchte euch hier aufmerksam machen auf meinen neuen Hintergrund. Ich bin ja ganz stolz drauf. Es sieht super gemütlich aus. Wir haben hier oben eine V200. Der eine oder andere von euch hat den Beethoven auch schon bewundert. Ja, ich habe ihn tatsächlich bei mir im Keller gefunden. Und ich finde, er hat es verdient, auch quasi zur Geltung zu kommen und nicht weiterhin in einer Kiste sein Dasein zu fristen. Der wunderschöne Kran darf natürlich nicht fehlen. Ein uralter Kalender mit einem V200-Poster habe ich natürlich auch hinten rein. Und ja, ein bisschen was fürs Auge. Ich glaube, es ist ganz gut gelungen. Ich finde es sehr gemütlich, vor allem durch das indirekte Licht. Wir können das ja mal ganz kurz anschauen. Moment, ich nehme euch gerade mal hier rum. Den Rest vom Studio kennt ihr natürlich schon. Moment. Super, genau. Perfekt. So kann ich euch das Ganze auch mal im Detail zeigen, wie das aussieht. Ja, ich habe einfach ein paar Autos hingestellt. Und meine Lieblingsloks ist übertrieben. Es sind nicht wirklich Lieblingsloks von mir, aber ich finde, es macht sich trotzdem ganz gut. Ja? Da hinten so ein kleines Poster noch rangemacht. Die Wände des Regals sind 40 cm tief. Und aus diesen fertigen Platten vom Baumarkt, ich weiß nicht, ob ihr diese Platten kennt, das ist Leimholz. Leimholz ist quasi Massivholz. Ja, wir gucken jetzt gerade mal noch eine Etage höher. So, hier habe ich aus dem Baumarkt eine wunderschöne, sehr, sehr britisch angehauchte Lampe. Eine V200, einen D-Zugwagen, der ehrlicherweise kein Märklin-D-Zugwagen ist. Ich glaube, er ist von Rocco. Bernd hatte gemeint, dass die Rocco D-Zugwagen eine Originallänge haben. Die D-Zugwagen vom Märklin sind ja im Maßstab 1 zu 100, wenn ich das richtig verstanden habe, von der Länge her. Und tatsächlich sind bei den Märklin D-Zugwagen ein paar Fenster weniger drin und sie sind kürzer, nicht so lang wie im Original. Daher, jetzt dieser hat quasi an einer Märklin V200 hinten dran seinen Auftritt. Wir gehen da nochmal genauer drauf ein und hier, wie gesagt, der Beethoven. Aber nur am Rande bemerkt. Ich wollte nur damit sagen, ich war auch ein bisschen aktiv. Ich hatte mal wieder Lust auf den Keller. Denn die Zeit geht viel zu schnell rum. Es ist wirklich wahr, viel zu schnell geht die Zeit vorbei. Oh Gott, wir sind schief. Moment, wir machen uns erst gerade. So, ich glaube, so ist besser. Na ja, so ist besser, genau. Und ich hatte einfach mal wieder Lust, etwas aufzubauen. Und wie ihr wisst, bin ich nie wirklich alleine. Es ist jedes Mal ein kleines schwarzes Ding dabei. Keine Ahnung, es fühlt sich hier unten wohl. Ich gehe mal da. Es ist ein Mädchen. Es kann wahrscheinlich an meiner männlichen Anziehungskraft liegen, kann aber auch einfach daran liegen, dass hier unten der gemütlichste Raum ist, den es im ganzen Haus gibt. Ja, meistens ist er auch kuschelig warm. Und ja, wem kann man verübeln, dass er gerne in einem Modellbahnkeller ist? Eins noch vorweg wollte ich sagen. Im Feierabend habe ich natürlich nach ähnlich gemütlichen Kanälen gesucht, wie ich einer bin. Und ich bin tatsächlich fündig geworden. Der YouTube-Logarithmus hat mir einen Kanal vorgeschlagen, der tatsächlich ganz ähnlich von der Aufmachung her ist, beziehungsweise ein ähnliches Ziel verfolgt. Ja? Und es ist der sogenannte Star Wars-Sammler.
Also keine Ahnung, dieser Kanal wurde mir nach Jahren, jetzt erst vor einer Woche vorgeschlagen. Und dieser Star Wars-Sammler sammelt quasi alles. Also gut, er sammelt Star Wars und er sammelt, was sammelt er noch? Ich glaube, He-Man. Es ist jetzt ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber selbstverständlich, wenn jemand alles sammelt, sammelt er natürlich auch Märklin-Eisenbahn. Hat unglaublich schöne Stücke gezeigt. Ich glaube, ich kann da mal ein Video verlinken, was mir unglaublich gut gefallen hat. Zudem hat er auch sehr schön einen Katalog von 1979 vorgestellt. Und zwar keinen Märklin-Katalog, sondern, ich erweitere mal meinen Horizont, einen Quelle-Katalog von 1979. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, welche Erinnerungen da bei mir hochgekommen sind. Kurz und gut, es ist ein Retro-Kanal. Wir kennen uns nicht, aber er ist ein sehr sympathischer Mensch, sagen wir es so. Ja? Ähnlich speziell wie ich, na, vielleicht noch ein bisschen spezieller als ich, aber trotzdem, es hat mega Spaß gemacht, seine Videos anzuschauen. Das nur am Rande, vielleicht kann ich da was verlinken. Aber in der Hauptsache sind wir hier, weil ich im Baumarkt war und mir ist da was passiert. Und zwar bin ich in diese Abteilung gegangen, wo Holzzuschnitte sind. Und im Baumarkt kannst du Leimholzplatten kaufen, so wie die Dinger da hinten. Und die sind fertig verleimt und fertig zugeschnitten. In verschiedensten Maßen. Ja? 80 mal 40 cm, 80 mal 30 cm. Diese Platten sind meistens dafür gedacht, dass man vielleicht ein Regal baut. Oder wie ich ein Igelhaus. Ja? Weil sie eben schön konfektioniert sind, muss man einfach nur mit der Stichsäge halt gerade so zuschneiden, wie man das gerne hätte. Und ja, ich konnte nicht anders. Ich habe mir zwei Platten gekauft. Ich zeige sie euch mal. Man kann die Platten nicht so richtig gut sehen, weil einmal eine Katze drauf sitzt und zum anderen auch schon Gleise drauf sind, weil das war das nächste, was ich euch zeigen wollte. Es handelt sich hierbei um zwei Massivholzplatten. Ich glaube, das ist Fichte. Ja, Fichte oder Kiefer, aber ich glaube Fichte. Kiefer ist rötlicher. Und diese Platten sind 40 cm tief von da nach da. Also kann man das sehen? Von da nach da. Zwei Stück. So habe ich eine Tiefe von 80 cm insgesamt. Und die Platten sind 2 Meter lang. Es gibt diese Platten auch in 80 cm Länge, aber oder 120, 160 cm. Es ist sehr viel Konfektionsware. Ja, ich war in dem Fall im Bauhaus, aber alle anderen Baumärkte haben sowas auch. Und eine Platte hat 22 € gekostet. So habe ich dann für 44 € zwei wunderschöne Platten mit der Option, noch eine dritte Platte dazu zu kaufen. Da jede Platte 40 cm tief ist, bin ich jetzt bei 80 cm mal 2 Meter Breite. Ich wollte wissen, wie viel Gleise kriege ich da drauf. Ich habe das gerade mal hier ein bisschen was draufgeklatscht, was nur geht. Aber wenn ich noch eine dritte Platte dazu kaufen würde und sie hier dran schraube, dann bin ich ja bei 1,20 Meter mal 2 Meter. Und das ist eine respektable Platte für wirklich viel Fahrspaß und für jahrzehntelanges Arbeiten. Ja, man kann ja da ins hunderte und tausendste Detail gehen. Ich will auch gerne mal eine kleine Sequenz bauen, Modul oder wie auch immer. Also ich habe das jetzt gesehen, ich weiß nicht, welche Firma das war, wo du quasi so eine Schaukel hast, die sich bewegt oder wo Männchen sich bewegen im Maßstab 1 zu 87. Das passt sehr gut zu meinem Fahrradfahrer von Magnorail. Aber genug geschwafelt. Ich will euch gerade mal kurz zeigen, was ich jetzt in der letzten, ja, 1,5 Stunden aufgebaut habe. Wir machen das jetzt einfach mal so. Ihr müsst ja nicht ständig mein Gesicht sehen. Wir haben hier im Hintergrund die alte Anlage, die kennt ihr natürlich schon. Und jetzt hier im Vordergrund haben wir einen äußeren und einen inneren Kreis. Ich will jetzt gerade mal kurz rüberschwenken. Ihr seht, es sind ein paar Kreuzungen drin, es sind Doppelkreuzungsweichen drin, zwei Abstellgleise. Hat den Grund, weil ich jetzt auch noch einen Anhänger von Märklin bestellt habe, einen Niederfluranhänger für LKW. Ich würde nämlich gerne mit meinen funkgesteuerten Wiking-LKW, ich zeige euch die gerade mal schnell. So. So sehen die aus. Na? Die gibt es ja relativ günstig in Müller. Ich glaube, die gibt es immer noch zu kaufen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Du musst immer einen Wiking Control LKW kaufen und dazu musst du eine Funksteuerung kaufen. Das sind zwei verschiedene Packungen. Ja? Die Dinger machen mir wahnsinnig viel Spaß. Nur mal so am Rande gesagt. Aber dieser LKW soll dann auf meinen Niederflurwagen fahren. Ja?
funkgesteuert natürlich, und dann von A nach B fahren und dann wieder abgeladen werden. Dazu baue ich noch eine Rampe, das kommt alles noch, aber unabhängig davon erstmal hier im Detail, was ich aufgebaut habe. Ich nehme euch mal mit hoch. Wir haben hier, weil wir eine Tiefe von 80 cm haben, die Möglichkeit, den Standardradius 5100 zu nehmen. Wir gucken jetzt nur mal auf den äußeren Radius. Ja? Das ist 5100, 1, 2, 3, 4. Also man braucht für einen Halbkreis 6 Gleise 5100, habe ich auf dieser Seite und auf dieser Seite. Und dazwischen einfach hier, keine Ahnung, bisschen wild. Einfach mal versucht, so viele Weichen und so viele Möglichkeiten einzubauen, die es nur gibt beim Märklin-M-Gleissystem. Ihr seht, ich habe hier auch zwei Trafos hingestellt. Das liegt daran, dass ich einmal an dieser Stelle und einmal da hinten, nee, nicht da, sondern da, in der Mitte von der Lasche, also die Lasche isoliert habe. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe einfach die Lasche isoliert, so habe ich einen inneren Stromkreis und einen äußeren Stromkreis. Ich habe alle Weichen beleuchtet, ja, kann man sehr schön sehen, und auch die Prellböcke beleuchtet. Ich habe einfach alle gelben Kabel, ihr wisst, wie es funktioniert, alle gelben Kabel habe ich an die gelbe Buchse von einem Trafo angeschlossen. Und schon leuchtet es wunderbar, das war sehr schön. Und das Zweite, was mir wichtig war, ist ja auch noch ein toller Vorteil. Ich habe hier einen inneren Kreis mit der 5120, meine ich. Ich glaube, es ist die 5120, dieser Industrieradius, ihr wisst Bescheid. Ne? Und da habe ich hier einen Halbkreis und hier einen Halbkreis. Man braucht für einen Halbkreis 4 Stück 5120. Und ich habe es geschafft, wenn ihr jetzt genau guckt, eine Wendeschleife zu kreieren, sozusagen. Ich kann jetzt damit, wenn man das, ich gehe mal ein bisschen weiter weg, ich kann jetzt damit meine Züge wenden lassen und in jede Richtung wieder zurückfahren lassen, wie es geht. Das ist ja quasi der Vorteil von Märklin durch den Mittelleiter, dass man hier einfach die Möglichkeit hat, keinen Kurzschluss zu produzieren, sobald man eine Wendeschleife hat. Ne? Also spätestens hier, beziehungsweise hier gäbe es dann ein Thema. Ne? Aber wie gesagt, die Geschichte habe ich nur mal schnell aufgebaut, einfach nur, weil ich mal wieder Spaß hatte, in meinen gemütlichen Modellbahnkeller zu gehen. Wir machen das jetzt mal so. Wir gehen mal hier auf Gleishöhe und lassen einfach mal was fahren. Ich schwenke mal rüber, und zwar zu dieser Lok hier. Wir haben hier eine Lok, das ist die Baureihe 38. Und das Tolle an der Baureihe 38 ist, dass ich im Nürnberger Verkehrsmuseum war und im Nürnberger Verkehrsmuseum genau diese Lok im Original im Außenbereich steht. Und das hat mich natürlich sehr fasziniert, fand ich natürlich toll. Diese Lok, ich habe mal recherchiert, ist aus dem Katalog von Märklin vom Jahre 1977. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie unglaublich toll diese Lok fährt. Sie schaltet perfekt, sie läuft wirklich astrein. Und es ist eine Freude, auch wenn es jetzt eher eine von den kleineren Dampflokomotiven ist, ihr zuzuschauen. Das ist jetzt ganz klassisch Spielbahnaufbau. Ne? Ihr seht, wir haben keine Gebäude und gar nichts. Und der Kirsch hat jetzt natürlich auch die Doppelkreuzungsweiche falsch gestellt, sodass die Lok tatsächlich auf den Prellbock gefahren ist. So kann ich euch wenigstens zeigen, dass sie unglaublich gut schaltet. Dann fahren wir halt wieder zurück. Rückwärtsfahren ist immer so ein kleines Risiko. Aber wie ihr seht, beim Märklin-System ist alles im grünen Bereich. Ich habe nur das Licht angeschlossen, deswegen muss ich jetzt hier die Doppelkreuzungsweiche, oder wie heißt das, Doppelkreuzungsweiche? Auf jeden Fall die, ja, ihr wisst, was ich meine. Die elektrische Kreuzung musste ich jetzt umschalten. Und von Hand umschalten. Mir war das Licht jetzt gerade mal wichtiger. So, ihr Lieben, das ist das Erste, was ich euch zeigen wollte.
Ansonsten seht ihr da hinten auch eine wunderschöne Lok. Und die kann ich jetzt hier mit dem zweiten Trafo bedienen. Ja, dieser zweite Trafo hat den äußeren Stromkreis. Und wir schauen uns das jetzt gerade mal an. So, die muss ja nicht so super schnell fahren. Es ist eine BR01. Und diese Lok ist jetzt hier auf dem 5100 Radius unterwegs. Ich bin insgesamt von dem Gleisplan total begeistert. Auch hier, wenn es sich lediglich um eine Plattenanlage handelt, hat man unglaublich viele tolle Möglichkeiten. Allein schon mit diesen zwei verschiedenen Stromkreisen. Im Übrigen habe ich mir auch auf dem Märklin YouTube-Kanal ein wunderschönes Video angeschaut, wie man eine alte Analoglok reinigt, beziehungsweise wie man sie wieder auf Vordermann bringt, wenn sie nicht richtig fährt, mit einer Reinigungsflüssigkeit, mit Kohle und Bürste austauschen. Also wer da noch irgendwie Infos haben will und eine uralte Lok gekauft hat, vielleicht am Flohmarkt oder so, und sie fährt nicht so richtig, einfach bei Märklin YouTube-Kanal reinschauen. Es ist wirklich sehr, sehr schön erklärt, wie die ganze Sache funktioniert. So, ist das nicht ein wunderschöner Anblick? So, ich mache jetzt mal hier einfach nur, weil ich nicht multitaskingfähig bin, den Strom auf den Gleisen aus und nehme hier. So. Also mit meinem Hightech-Stativ komme ich immer mehr klar. Das ist total klasse. Ich bin ganz begeistert. Wollte euch eigentlich nur sagen, wie schnell das geht. Ja? Also einfach nur zwei Platten im Baumarkt gekauft, dadurch, dass die nur 40 cm tief sind. Und ihr zwei Stück nehmt, könnt ihr sie hochkant einfach durchschieben. Zwischen die zwei Vordersitze einfach durch bis vor, mit nach Hause nehmen. Diese Massivholzplatten kannst du für alles Mögliche verwenden. Ja? Wenn du irgendwann keinen Bock mehr hast auf eine Modelleisenbahnanlage, kannst du sie auch als Regal verwenden oder wie auch immer. Ja? Das Besondere jetzt hier ist die Geschichte, dass ich ja noch eine dritte Platte kaufen könnte. 40 cm mal 2 Meter. Und zwar könnte ich sie jetzt hier in der Mitte, also hier sind ja diese zwei, ihr seht hier, da sind die beiden Platten, das ist die eine Platte, ist die andere, könnte ich quasi jetzt hier eine Platte hochkant noch mir dazu kaufen und quasi so eine Art Diorama bauen, dass einmal 40 cm tief, 2 Meter lang, 40 cm hoch, ich so einen kleinen Guckkasten mache und dort dann ein unfassbar schönes Diorama aufbaue. Das kann ich mir dann in welches Zimmer auch immer stellen. Ja, es muss ja nicht gleich fahren. Also ich finde ja das Bauen viel schöner als das Fahren. Und dann könnte man damit, weil es ja nur 2 Meter lang ist, sich das Ding in sein Auto reinschmeißen und auf irgendwelche Veranstaltungen fahren und die Anlage zeigen. Ja, es gibt ja nichts Schöneres. So eine kleine Anlage, so eine Guckkastenanlage hat ihren Reiz. Wenn sie schön genug ist, dann wird sie auch gerne gesehen. Und ich glaube, so etwas macht bestimmt auch sehr viel Spaß. Man braucht dabei natürlich viel weniger Tiefe, als wenn man eine komplette Anlage haben möchte. Weil der hintere Teil, den kann man einfach nur mit ein bisschen, keine Ahnung, Wegstrecke anbauen, sozusagen. Ja? Aber das nur am Rande. Ihr Lieben, ich wollte mich einfach nur mal wieder melden bei euch. Es war eine ereignisreiche Zeit bei mir, daher ein bisschen Pause, aber es wird wieder besser. Ja? Die gemütliche Zeit kommt langsam, aber sie kommt. Also sie kommt wirklich sehr langsam. Ich muss schon sagen, so mancher Sonnentag ist natürlich viel zu schön, um im Keller zu sein. Trotzdem, in diesem Sinne, wir verabschieden uns. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit bis zum nächsten Mal. Ich hatte jetzt einfach nur Lust, mal wieder einen kleinen Einblick zu bringen, was sich verändert hat. Trefft euch mit netten Menschen, trinkt einen Tee, habt eine schöne Zeit und ich freue mich auf euch. Bis bald. Tschüss.